Herzlich willkommen zu Let's Play Ruse. Mission 8. Klicken wir mal auf Weiter. Gleich wieder in eine epische Zwischensequenz kommen, die mich höchstwahrscheinlich wieder unterbrechen wird, so wie immer halt, weil ich immer so viel schwafeln will. Und da ist schon diese Zwischensequenz, deshalb werde ich jetzt mal meinen Mund halten. Andrew, können Sie mir einen Lagebericht geben? Die Deutschen ziehen ein paar Einheiten zurück, um ihr Zentrum zu unterstützen. Erhalten wir Verstärkung? Leider hat Weatherby weiterhin das Nachschubmonopol. Aber ein französisches Kampfkommando wird uns unterstützen. Wo sind die jetzt? Anscheinend irgendwo in dieser Richtung. Also müssen wir nur die restlichen Italiener erledigen. Zuerst die Panzer, die uns im Rücken bedrohen. Noch sind sie nicht erledigt, Sheridan. Die geben ganz sicher nicht kampflos auf. Colonel, die Panzerabwehrbasis und die Panzerjäger sind einsatzbereit. Juhu, wir haben eine Panzerabwehrbasis geschenkt bekommen. Schicken wir den ersten auf die italienischen Panzer los. Ja, dann machen wir das gleich mal. Was ist das? Ein Wolverine. Drum, drum, drum. Machen wir drei. Drei ist immer eine schöne Zahl. Dann bauen wir ein paar GIs. Schicken sie zur Sicherung, sag ich jetzt mal. Ja, wir haben einen Wolverine. Neue Einheit. Wir haben 50 Punkte bekommen. Schön. Und die helfen mir wie immer nicht, was mich immer nervt. Ich muss mich eigentlich schon fast bei euch entschuldigen, weil es ist eigentlich lange her, dass ich ein Video gemacht habe, aber hochgestellt habe ich sie alle erst vor kurzem. Aber jetzt ist Advent. Ich weiß zwar nicht, wie es sein wird, wenn ich das Video hochgeladen habe, wie spät. Aber jetzt ist gerade die zweite Adventwoche. Das heißt, in hier Österreich sind das nicht mal mehr 2 Wochen, bis wir frei haben. Na doch, ein bisschen mehr als 2 Wochen. Mit Aufklärungseinheiten lässt sich die Reichweite von Fernartillerie wie die der Wolverines erhöhen. Artillerie? Panzer? Nicht Artillerie. Ja, okay. Wir kriegen für so viele unnütze Sachen. Feuerkraft. So. Reinste Poesie, was? Machen wir mal einen Aufklärer. Sir, ich habe Berichte über feindliche Infanteriebewegungen. Sheridan, die Infanterie darf nicht nah genug an unsere Panzerjäger herankommen, um Panzerfäuste einsetzen zu können. Oh mein Gott, ja, das werden wir verhindern. Da stehen Lee-Panzer, die haben die nicht vor uns gehört. Ja, ich weiß, dass sie nicht auf Infanterie schießen können. Mich nervt immer noch, dass die uns da hinten nicht helfen wollen. Aber pusten wir mal die Typen um. Ich mag irgendwie diesen Zoom-Faktor von Ruse. Es macht mir so viel Spaß, danach rein zu zoomen. Ja. Glück gehabt. Vergessen Sie nie, dass Panzerjäger eine Infanterie-Eskorte brauchen. Ja, das habe ich, weiß ich. Es nähern sich Panzer. Halten Sie sie mit den Panzerjägern auf. Ja, ja. Ich werde es nicht aufhalten, ich werde sie direkt angreifen. So. Best für wie geht der Spruch? Beste Verteidigung ist ein Angriff oder so. Oder so. Habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, ich spiele es fit wieder. Die beste Verteidigung ist. Genau, die beste Verteidigung ist der Angriff. Glaube ich. Hoffe ich, meine ich. Das ist viel zu einfach. Jassas. Ja, falls ihr es auf meinem YouTube-Kanal gelesen habt, eines der kommenden Let's Plays wird Force Unleashed sein. Falls ihr euch fragt, warum, weil ich es zu Hause liegen habe. Und ich höchstwahrscheinlich den zweiten Teil zu Weihnachten kriegen werde. Deshalb werde ich bald mit diesem Spiel beginnen. Genau dann, wenn ich meinen Camtasia Studio 7 bekommen habe. Genau dann werde ich damit beginnen. Weil dann kann ich endlich, wird das endlich so in so eine schöne Größe gerendert, hat meiner von meinen Freunden erzählt. Das wird einfach herrlich nachher. Ja, aber schick mir mal da die, ich liebe Infanterie, die zerblast alles so geil. Ja, wir müssen nur, Missionsbeschreibung, das jetzt, das Hauptquartier verteidigen. Okay. Hauptquartier verteidigen. Simple Aufgabe. Ich mag simple Aufgaben. Die sind so schön simpel.
Was ist das da hinten eigentlich? Boah, was so eine große Militärbar. Naja. Ich sollte immer nicht zu viel reden, jetzt verschwafle ich mich noch 10.000 Mal. Das ist schlimm mit mir. Du nicht, du bleibst da stehen. Hit. So, ja! Sie hat Gift erlegt. Bedrohung neutralisiert, Sir. Mhm, wir haben sie ausgelöscht. Diese Panzerzerstörer werden die Italiener zermalmen. Die italienischen Truppen sammeln sich am anderen Flussufer, Sir. Sie trauen uns die Überquerung nicht zu. Ich persönlich würde sie gerne überraschen. Was meinen Sie, Colonel? Oh, eine Panzerbasis. Die muss man schnell einobern. Ja, setzt mal ein Spion da auf. Ja, das sind in erster Linie Panzer. Schön. Ja, dann werden meine 6 Wolverines jetzt mal schön aufräumen. Yay! Machen wir weiter. Und es ist Advent. Zweite Adventwoche sogar schon. Wie ich mich freue, dann habe ich endlich schulfrei. Ich kann Blödsinn bauen. Weitere Let's Plays aufnehmen. Ey, nein, das ist... So, Aufklärer, komm mal mit. Ah ja, ich brauche eine Infanterie-Eskorte. Brauchen eigentlich nicht, weil ich glaube, da sind jetzt in erster Linie Panzer unterwegs. Aber... Sir, Sie haben noch ein Seemovente 9053. Das ist ein hochmoderner Panzerzerstörer. Hochmodern und hoch eingefahren. Gut aufpassen. Zerstören Sie ihn mit Hilfe von Aufklärern oder Spionen, bevor er uns bemerkt. Ja, ich schicke die mal in den Wald da. Ich hab's gewusst. Irgendwo Infanterie. Gute Nachrichten, Sir. Man schickt uns eine Kompanie Lee-Panzer. Yay! Ohne Aufklärung sind die Wolverines ineffizient und werden nur zum Ziel von hinterhalten. Die Wolverines sind feuerstark, aber schwach gepanzert. Sie müssen geschützt werden. Zum Beispiel durch ihre Lee-Panzer. Yeah, Lee-Panzer. Oh, sorry für den Einbruch, aber jetzt hat sich jetzt gezielt. Okay, zurück. Wir brauchen die Lee-Panzer. Lee-Panzer. Aber bauen wir es mal. Da ich... okay. Ist ja schon ausgewählt. Schön. Ich finde das so erbärmlich. Diese Panzer, die da jeden Panzer zerlegen, fahren gegen ein paar Hanseleinheiten. Aber jetzt fahren sie gegen meine Panzer ein. Wolverine vernichtet? Alter, die Panzer sind gerade unfähig. Stimmt, los, schneller. Bewegung. Oh yeah, Sieg. Gut. Ich brauche Infanterie. Mehr Infanterie. Sir, wir haben Berichte über 3 italienische Produktionsbasen. Colonel, die Einnahme oder Zerstörung der Basen würde Sie erheblich... Ja, ich bin für Einnahme. Sie schicken Bomber gegen uns aus, Sir. Oje. Ihre Truppen müssen außer Sichtweite, damit die Italiener kein Ziel haben, Joe. Hahaha. Ups. Boah, da kommt mal ein Infanteriestreitmacht. Oh, shit. So, es geht eh. Einigermaßen flott voran jetzt. Ja, da haben so viel... Wenn ich mich aufregen kann, dass die Verbündeten so viele Dinge haben und wir nicht. Colonel, die französischen Truppen unter Le Duc haben uns kontaktiert. Sie sind gleich hier. Schön. Was? Wo? Oha. Da kommt ein ganz schön großer Trupp gerade, fällt mir gerade auf uns zu. Ja, dann bauen wir irgendeinen Panzerzerstörer. Ja, warum geschafft? 3000 und 5000. Achtung, Sir! Italienische Panzer kommen aus Vitolasio. Wir müssen unsere Südflanke schützen. Vitolasio. Die
Sheridan, die Panzerabwehrbasis stehen Panzerabwehrgeschütze zur Verfügung. Ideal für einen Hinterhalt im Wald. Freude. Mit den Panzerabwehrgeschützen könnten Sie im Wald einen Hinterhalt legen, Sir. Im Wald? Ich brauche keinen Wald. Ich putze dich so her. Die haben eh keine Chance gegen mich erst. So. Die haben keinen Aufklärer und ich bin Aufklärer und der zählt, was das ist. Und dann geht's boom. Nein, 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 mach tot. Schön. Hä? Okay, anscheinend habe ich doch Aufklärer. Ja, wieso haben die Aufklärer? Großartig, Joe. Eine Basis weniger. Perfekt. Jetzt können wir endlich Panzer einsetzen. Ja, zwar nur leichte, aber Panzer ist Panzer. So, das werden wir da jetzt einfach gerade aussäubern. Der wird da, hat auch mittlerweile schon mehr Erfolg. Da ist noch ein Produkt. Okay, das ist gut. Boah, wie ich es hasse, dass die Dinger nicht Infanterie angreifen können. So. So, geht doch weiter mittlerweile schon. Gut, 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 gut. Ja, dann machen wir das jetzt endlich mal weiter. Erst, wir müssen das irgendwie beschleunigen. Haben wir einen Geist? Nee, haben wir nicht. Blitz, nicht Geist, genau. Es sieht mal wieder, wie viel Blödsinn ich schwafel. Ich schwafel und 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 schwafel. Und dann kommt genau sowas dabei raus. Ein ewiges Durcheinander aus Geschwafelten. Ready for duty. Das sind Panzer. Und sagen, haben sie Duty oder... Ja, ich glaube mal, sie meinen Ehre, Pflicht. Pflicht! So. Die Stuart-Panzer werden da jetzt die Infanterie abfangen. Schau, wenn die, das ist schlimm. Wenn die B-25 da einmal nur Bomben abwerfen würden, wären die alle tot. It's ambush time. Ja, ja, aber wo ist denn, sind denn die ganzen Parks und Flags und Parks? Achso, die können da eh durch den Wald durchschießen. Die könnten, achso, das sind die nur im Genester. Soll ich gerade sagen, die könnten uns auch Probleme bereiten. Die machen überhaupt keine Probleme da erst. So. Jetzt rücken wir mal vor. Colonel, wir brauchen Panzer, um diese MPs. Ja, ich weiß, dass wir Panzer brauchen. Ich würde zum Beispiel auch gern da stärkere Panzer raus produzieren, aber darf ich ja nicht. Sehr gut. Zwei Basen weniger. Fehlt nur noch eine. So. Gehen wir da mal alles Own Agent. Schicken wir dahin.